Ja, hallo an alle. Ich wollte eigentlich mit dem Titel starten, Participate Now. Und Participate hat ja sehr stark dazu mal das Wort mit, dass man kann nur partizipieren, wenn man sich einlässt. Also dieses Einlassen ist ein ganz zentrales Thema. Und dieses Einlassen bringt mich auch in die Verbindung zu dem Titel, den ich gewählt habe, nämlich Beweglich. Beweglich ist ein unheimlich breites Spektrum. Wenn man da mal im Wörterbuch nachschaut, was beweglich alles bedeutet, also von flexibel über mobil, lebhaft, elastisch, veränderbar, schwankend, wechselhaft, biegsam, smart, unbeständig, wendig, tragbar, geschmeidig, unberechenbar, munter, transportabel, schwungvoll, agil, ungebunden, geschäftig, flott. Also eine totale Breite. Und ich fühle mich unter diesem Wort sehr wohl, unter diesem Begriff. Jetzt heißen viele meiner Skulpturen, haben ja den Titel Beweglich oder starten mit dem Titel Beweglich. Und vielleicht, sage ich zuerst mal was zu meinen Skulpturen und dazu zeige ich mal ein kleines Video. Seht ihr das Video jetzt, ja? Okay, ja, also die meisten von euch wissen, sind meine Holzskulpturen aus einem Stück gemacht, also aus einem Baumstamm gesägt, nicht zusammengeleigt, nicht nachträglich zusammengefügt, was mir sehr, sehr wichtig ist. Vom Konzept her und durch diese Beweglichkeit, wie man hier im Video sieht, können die ständig verändert werden. Das heißt also zunächst mal ist das eine Arbeit, die nie abgeschlossen ist. Das ist die eine Sache. Und wenn ich jetzt auf diese verschiedenen Bedeutungen von beweglich gehen will, die ich jetzt am Anfang genannt habe, dann geht es mir, komme ich ja zunächst mal mit dieser Art von Skulpturen in die Fragestellung, wenn ich die so jetzt aufstelle, wie stelle ich die auf und wer stellt die auf? Das heißt, es stellt sich die Frage, mache ich das selbst? Dürfen die verändert werden oder dürfen die nicht verändert werden? Und meine Antwort ist klar, die dürfen nicht nur verändert werden, sondern sie sollen verändert werden, wobei wir wie bei dem Participate wären. Und wenn ich das natürlich jetzt zulasse, dass die verändert werden, muss ich natürlich auch damit leben, wie sie verändert werden. Das heißt also, beim Machen dieser Skulpturen muss ich mir sehr genau überlegen, was da alles möglich ist. Wie man auf dem Video sieht, können die ja sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Aber im Prinzip geht doch nicht alles. Es hängt teilweise damit zusammen, dass die Balance stimmen muss. Sonst fallen sie um und teilweise lassen sie sich auch nicht so drehen, wie das jetzt auf den ersten Blick aussieht. Also im Prinzip gebe ich eine Art Möglichkeitsraum vor. Das heißt, was man alles mit diesen Skulpturen machen kann. Und letztendlich muss ich mit dem leben, was dann daraus gemacht wird. Und wenn ich das mal umgekehrt formuliere, dann gebe ich das halt für den Betrachter, gebe ich das frei, die so aufzustellen, wie er möchte und so, dass es ihm gefällt. Und der Wunsch ist auch noch, dass es so ist, dass es mir auch gefällt. Ich suche also den Punkt zwischen dem Betrachter und mir, wo wir beide quasi mit der Konstellation dieser Skulptur einverstanden sind. Wenn ich das jetzt mal ein bisschen theoretischer wende, dann heißt das ja, dass ich durch diese Freigabe, wenn ich sage, die Skulptur ist jetzt irgendwie das, was ich gemacht habe, also mein Werk, und dann hat das ja was zu tun auch mit meiner Identität. Das heißt, ich gebe die Möglichkeit, da was zu verändern. Und ich will das ja nur so weit verändert haben, dass quasi, dass ich noch mit damit einverstanden bin, beziehungsweise, dass das noch meiner Identität entspricht. Auf der anderen Seite gebe ich das frei, was ich auch mit dem Wort Flexibilität umschreiben könnte. Das heißt, ich bin flexibel, ich lasse mich darauf ein
Und insofern könnte man die Suche zwischen den Punkten, dem Punkt zwischen dem Betrachter und mir, auch so das Spiel zwischen Identität und Flexibilität ansehen. Und das ist eigentlich für mich genau das, was ich glaube, was sowieso ja, im Alltag sowieso ständig gefragt ist. Insofern ist das für mich ein schönes Spiel, das, ja, wie ich das, sage ich es einfach mal, lax üben kann. Und wenn ich jetzt sage, was passiert denn da? Und da sage ich zunächst einmal, okay, ich gebe meine Autorschaft frei. Das heißt, normalerweise ist ja ein Werk, soll so und so sein. Da ich jetzt quasi den Betrachter zum Komplizen mache, der mitarbeitet, wird er so quasi so eine Art Co-Autor, was ich sehr interessant finde, weil es ist künstlerisch, also die ganze Zeit, also in der Kunstgeschichte ist das ja sehr häufig so, dass ja nichts geändert werden kann, sonst ist das Werk zerstört. Und das ist ein Punkt, den ich jetzt als nicht mehr zeitgemäß ansehen würde. Also in Zeiten, wo wir drin leben, wo wir an Gemeinschaftsprojekten arbeiten, wo wir versuchen, mein Lieblingsbeispiel ist immer Wikipedia, das gemeinsam zu gestalten, muss sich das auch in der Kunst irgendwie, oder sollte sich das in der Kunst auch irgendwie reflektieren. Insofern versuche ich damit halt quasi auch hier was entsprechend freizugeben. Ja, dadurch gibt sich natürlich auch eine Einebnung der Rolle zwischen Künstler und Betrachter, was mir eigentlich auch sehr gelegen kommt. Und das andere, was ich jetzt selbst beobachte an mir, sieht man ja auch in dem Video, das sieht ja ständig anders aus. Und wenn ich die Skulpturen, ich schaffe es ja selbst kaum, diese Skulpturen nochmals genauso aufzustellen, wie sie immer standen. Und ich stelle aber fest, an einem bestimmten Tag, wie ich sie aufstelle, hat auch was mit meiner inneren Stimmung zu tun. Das heißt, es ist auch so eine Art Barometer. Und vielleicht ist das auch übertragbar auf den Betrachter. Das heißt also, es gibt bei dieser Skulptur kein richtig und falsch in der Aufstellung, sondern alles ist gleichwertig. Sondern wenn es in den Kontext reinpasst, dann hat das seine Richtigkeit vom Betrachter und von mir aus gesehen auch. Und das ist mir ein sehr sympathischer Gedanke, dass es weggeht von so einer Art Ziel, so und so muss es aussehen, so ist es toll, darf nicht mehr verändert werden, sondern dass es sich ja ständig anpasst. Ja, dann könnte ich jetzt noch viel mehr darüber erzählen, aber vielleicht habt ihr schon mal Kommentare oder Fragen bis hierher. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich selber die Diskussionsrunde eröffnen will, aber da ich sozusagen der Host bin und das Ganze moderiere, habe ich halt jetzt gerade das Wort ergriffen. Ich wollte jetzt mal gerade schauen, ob der Bero und die Elke irgendwie sozusagen dabei sind, weil man sieht vor allen Dingen die Haarspitzen und die Decke. Ja, Harald, wir sind bald. Bernhard ist noch in die Küche und isst gerade seine Suppe fertig. Ja, super. aber vielleicht. Ich bin ja nicht so groß auf dem Stuhl. Ja, aber jetzt, Elke, wenn ich dich jetzt gerade sozusagen da dran habe, du bist ja auch Bildhauerin und zwar mit einem anderen Werkstoff, aber eben halt auch skulptural. Denn das ist ja so ein ganz wesentliches Element dieser mobilen Skulpturen in Holz von Paul, dass sie ja eben vor allen Dingen auch erstmal skulptural wirken. Also es ist schon sozusagen in der Hinsicht die klassische Skulptur, dass sie beweglich ist und was das alles da an Ebenen da drin steckt, wenn man ja jetzt sicherlich auch noch mal weiter tiefer diskutieren, aber das, ja. Ich kann da was dazu sagen. Also erstens mal diese Identität und Flexibilität, das finde ich eigentlich eine ganz tolle Komponente und auch kein Widerspruch, weil ich finde es eigentlich fantastisch. Und was mich natürlich am meisten fasziniert, ist wirklich, dass man alles Mögliche mitmachen kann.
und dass man jedes Mal und nach jeder Stimmung ein neues Bild hat. Ich habe natürlich, wie du, Paul, leider nicht eine Kettensäge, wo ich so schön sägen kann. Das getraue ich mich eigentlich noch nicht. Ich habe jetzt erst mal so ein bisschen mit Holz angefangen. Aber ich kann dann so meine Steinfiguren, ich sammle ja Abfallstücke und ich weiß nie, was die beinhalten. Und wenn ich da haue und irgendwann treffe ich auf eine Sand- oder Eisenader oder einen Riss, der vorher nicht sichtbar war, und dann fliegt ganz viel weg. Und in dem Moment habe ich eigentlich sofort wieder, wenn ich das angucke, ich schreie nicht, oh Scheiße, es ist was weggeflogen, sondern ich sage, wow, da wäre ich vorher nie im Leben drauf gekommen und bin total begeistert. Weil jedes Mal kommen dann neue Ideen dazu und das finde ich halt faszinierend. Und was ich auch meistens mache, ich mache nie Formen, die so rund gehen, dass man immer sich so im Kreis drehen kann und hat so einen Teil, sondern bei mir hat sich herauskristallisiert, wenn ich eine Seite so mache, dann mache ich die andere gegenteilig oder was ganz anderes, damit man auch, wie du sagst, immer die Möglichkeit hat, flexibel zu sein. Dann nehme ich mein Teil, wenn ich Lust habe, drehe es rum, da habe ich eine andere Perspektive oder sehe was anders drin. Und wenn ich am nächsten Tag eine andere Stimmung habe, drehe ich es auch wieder rum und mache was ganz anderes. Habt ihr mich verstanden? Ja. Und das finde ich halt faszinierend an deinen Sachen, weil mit Holz, mit Stein können wir vielleicht auch machen, ja. Aber ich persönlich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das mache. Da müsste ich nur mit Pressluftbohrer arbeiten. Aber ich mache hier alles von Hand. Bis auf den Marmor, da arbeite ich mit der Flex große Teile weg. Okay, ich gebe erstmal wieder das Wort an dich, Paul. Ja, vielleicht greife ich das mal auf mit dem Werkstoff. Ich hätte gar nicht gesagt mit Holz. Also warum nutze ich Holz? Mir geht es jetzt nicht so sehr um das Holz als Holz, sondern darum, dass ich eigentlich den Skulpturbegriff klassisch verwenden würde. Das heißt, das Wegnehmen im Gegensatz zur Plastik. Und zwar warum wegnehmen? Ich möchte, dass ich nichts zurücknehmen kann, sondern gemacht ist gemacht und dann geht es weiter. Und das geht eigentlich darauf hinaus, dass ich mich eigentlich immer auf die Situation einlassen möchte und kein Setting für eine Situation haben möchte, so und so muss es sein, bevor ich anfangen kann und alles schön arrangieren, sondern zu sagen, was ich antreffe, daraus möchte ich was machen. So, und die Holz ist deswegen für mich wichtig, weil diese Art und Weise, dass das nicht geleimt ist, dass das in einem Stück bleibt, ist jetzt nicht. Und es ist ja auch wichtig, weil ansonsten wäre dieses Identität-Flexibilität-Konzept eigentlich unglaubwürdig. Wenn man das wieder zusammensetzen könnte, wäre es halt was anderes, nichts Schlechteres, anderes. Und das bei Holz, es gibt eigentlich nur zwei Materialien, wo das ginge, das wäre Holz und Stein, weil alles, da ist automatisch jedem klar, das konnte nicht manipuliert werden. Bei Metall und Ton und so weiter kann man das wieder zusammensetzen und man kann die Schnittstelle unsichtbar machen. Das heißt, Holz wird subkontan schon die ganze Geschichte mit übertragen, ohne dass ich ein Wort sagen muss. Ja. Das ist das eine, was in Holz, was mich interessiert. Und das zweite ist, ich fange auch einfach an und was vielleicht normalerweise, lass mich darauf ein, was passiert, weil es kommen diese Astrisse, es kommen diese Astlöcher, es sind die Trocknungsrisse, die Astlöcher, und da muss ich ja ständig eigentlich verändern. Und das bringt aus den Bahnen raus, was ich sehr, sehr gut finde. Und das heißt, ich arbeite wirklich den Stamm von oben nach unten und von außen nach innen. Mhm. Und was da gerade passiert, wird sich das leicht verändern. Nicht grundsätzlich, aber leicht verändern. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was verschiedene
Künstler probiert haben, im Zufall, das Zufallselement reinbringen, rausgeht auf das Geplante und so weiter, weil da wird schon immer wieder das Gleiche machen. Das wäre ja langweilig für mich. Ja. Und dadurch, also du planst nichts, du machst ja auch kein Modell, du siehst ein Stück Holz und auf einmal hast du das Gefühl, hier fange ich an zu sägen. Ja, so, das so, ja. Ist schon so, dass ich weiß, ich will es drei Teile oder vier Teile machen oder so und so. Aber dann fange ich dann mal mit dieser Idee an, die sich dann doch noch stark variiert aufgrund der Gegebenheiten. Ja. Ist nicht so, es ist eigentlich so, dass ich schon was im Kopf habe, aber das verändert sich sehr stark und ja. Ich das sehr stark, dass es sich verändert. Ja. Das ist wichtig am Holz. Ich nehme deswegen auch frisches Holz, also was quasi noch nicht getrocknet ist, weil ich das noch stärker manipulieren kann. Im Sinne, da sehe ich, wo die Risse anfangen und kann dann durch bestimmte Techniken verhindern, dass das weiterreißt und so weiter. Also dadurch kommt auch so eine Art Dialog rein. Yeah. Das Holz bringt sehr, sehr viel für mich rein, was den Prozess betrifft, der mir sowieso sehr wichtig ist, der das quasi zu einem echten Partner wird, nicht nur zu einem toten Material. Und das ist der Grund im Holz. Ich habe also nicht so diesen esoterischen Bezug zu Holz, das Naturmaterial und so weiter, finde ich auch alles ganz toll und so weiter. Aber ich für mich künstlerisch nicht die große Rolle, was da ist. Das finde ich ja total sympathisch. Im Grunde genommen mache ich das mit Stein. Ich sage ja immer dazu, ich lege die Seele frei, weißt du, von dem Stein. Also aber genau das möchte ich nicht. Ich möchte nicht die Seele freilegen von dem Holzstück, sondern der Holz ist ein Paar. Damit wäre ich ja wieder, sagen wir mal, ja, Seelenfreileger von dem Holz. Nein, das Holz ist ein Material für mich, das fast zu einem Partner wird, wo ich mich dran reiben kann. Und also eben nicht daran gehen, dem Holz, ich möchte es nicht abwehren, aber auch nicht aufwerten in diese. In dieser Richtung. Ja. Andrea? Es ist keine Frage, es ist noch nicht mein richtiger Kommentar. Es ist einfach nur der gleiche Gedanke nochmal anders formuliert. Also ich denke, in dem Moment, wo man versucht, mit Material zu arbeiten, hat man so eine gewisse, ich würde es jetzt nicht Ehrfurcht nennen, aber man muss halt einfach das tun, was es kann. Man kann nicht vom Holz erwarten, dass man damit malen kann, wenn man es nicht vorher angekokelt hat. Und man kann nicht von der Farbe erwarten, dass man was aufbauen kann, wenn man nicht lange genug wartet, bis sie trocknet. Also so wie ich dich verstehe, ist es erstmal, du guckst, was du hast und dann fängst du an aus dem, was du siehst und dann entwickelt sich da was. Aber das ist vielleicht ein innerer Dialog mit dir und das Holz inspiriert dich zu bestimmten Dingen oder verhindert auch bestimmte Dinge. Also, weil es einfach durch seine eigene Materialität bestimmte Grenzen, aber auch bestimmte Möglichkeiten setzt. Ja. So verstehe ich dich. Also in keinem übergeordneten Sinne, noch nicht mal, du redest ja noch nicht mal von Wald oder von Baum, sondern es geht wirklich ums Holz, ums Material. Es geht wirklich ums Holz. Also ein Freund der Bildhauer hat zu mir mal gesagt, ich würde sehr respektlos mit Material umgehen, wobei er das sehr positiv gemeint hat. Eben genau wie du das gerade Andreas gesagt, nicht respektlos, dass ich es nicht wertschätze. Ich schätze das sehr hoch wert, aber eben keine Verklärung. In diese Richtung, dass es einfach was Adäquates hat. Das ist mir sehr wichtig. Ich achte ja umgekehrt drauf, das wird kein Baum gefällt für diese Skulptur, das ist alles so Sturmschäden und Holz und solche Sachen, ich brauche sehr dicke Bäume und so weiter. In einer anderen Dimension achte ich schon drauf, aber es hat nichts, soll nichts mit dem künstlerischen Prozess zu tun haben. Aber da ist jetzt gerade ein Aspekt hochgekommen, der mir auch sehr wichtig ist, das ist nämlich, da kommen wir ein bisschen in die Theorie rein, dass das Gedankliche und das Handwerkliche, dass das eine Gleichwertigkeit kriegt. Also da ist ja schon so eine Art dieser Beweglichkeit, was ich da mal erzählt habe, hat sich ein bisschen was von einem Konzept umgekehrt. Das Material bearbeite ich, schleife ich mal nicht und so weiter. Das ist sehr archaisch. Und ich sage immer, das ist mit der Hand- und Kopfgeschichte, die bei mir ja, einerseits bin ich ein sehr archaischer Mensch und andererseits ein sehr theoretischer Mensch. Und das ist ein
kann die Art Schizophrenität ausarten. Und ich versuche das mal zusammenzubringen. Und zwar, dass die Hand und der Kopf gleichwertig ist. Das heißt also, weder was aus der Hand kommt, das Archaische illustriert irgendeine Idee alleine, noch umgekehrt, dass der Kopf die Theorie bastelt zu diesem Holz, sondern dass die aufeinander zuwachsen. Ich habe momentan das Gefühl, wenn ich mal meinen Arm zeige, von meiner Hand und meinem Kopf, bin ungefähr bis hierhin zusammengewachsen. Es fehlen noch so 20 Zentimeter. Das ist so meine persönliche aktuelle Einschätzung. Und daran arbeite ich, dass das quasi eins wird, wo das gleichwertig ist, wo weder das eine die Magd des anderen ist. Das wäre mir ein sehr, sehr wichtiges Ziel. Ja, vielleicht noch, wie ich überhaupt da drauf gekommen bin mit diesem Konzept. Holzskulpturen gibt es ja schon ein paar hundert Jahre, sage ich einfach mal. Und aber wenn man guckt, sind die entweder immer horizontal. Wolltest du was sagen? Ich wollte nur sagen, das ist mit den hunderten Jahren wahrscheinlich nicht hinaus, sondern ein bisschen älter, oder? Ja, egal, auf lange. Sagen wir mal, einigen wir uns auf lange. Und, und trotzdem sind die fast immer, also wenn sie aus einem Stück sind, vertikal oder horizontal, wenn sie quer liegen. Weil es ist halt dem Stamm geschuldet. So. Und irgendwie hat es mich gereizt, aus dieser Vertikalität, aus der Horizontalität auszubrechen. Da ist diese Beweglichkeit eigentlich ursprünglich entstanden, dass man dann sagt, was Raumgreifendes hat, was der Baum per se schon in seiner Krone hat, aber nicht in seinem Stamm. Und das ist vielleicht so ein weiterer Aspekt, der mich sehr interessiert, so ein bisschen an die Grenzen gehen. Ich habe eine andere Serie von Skulpturen, die ich jetzt nicht zeige, auch nicht diskutiere. Da geht es immer darum, das säge ich so, wenn man noch ein bisschen mehr sägen würde, würde es zerbrechen. Das heißt, so rangehen, dass es gerade noch geht. Das ist auch, das sieht man in geometrischen Formen, wenn wir jetzt hier in diesen beweglichen Skulpturen, das sind zwar Vierecke und Dreiecke und so weiter, aber es sind keine geometrischen Dreiecke. Sie sehen schon noch organisch aus. Umgekehrt ist das Holz manchmal so geschliffen, dass kaum mehr als Holz erkennbar ist und doch wieder Holz. Also immer dieses Oszillieren und dieses nicht festlegen, finde ich sehr interessant. Vladimir? Du hast erzählt, dass es eigentlich das Material nicht so wichtig ist, dass du nimmst das Holz, weil es dir geeignet ist, für Übersetzen, was du als Künstler transportieren möchtest. Oder zu realisieren oder zu materialisieren, was du als Künstler. Wir haben diese Ausstellung letztes Jahr bei dir, von dir mit dem Thomas gemacht. Das Bild hinter Harald steht da. Und du hast verschiedene Holz gehabt. Ist dieser Prozess noch offen oder hast du schon dich für eine bestimmte Holz dich entschieden, die genau die einfacher zu bearbeiten ist? Nein, das ist offen. Also ich hänge nicht an einzelnen Holzsorten. Ich reagiere so ein bisschen drauf, sage ich gleich warum. Aber letztendlich, mein Hauptproblem ist, ich brauche sehr dicke Bäume. Also mindestens 50, 60 Zentimeter Durchmesser ohne Rinde. Die muss man erstmal bekommen. Und wenn ich die bekomme, dann nehme ich jede Holzsorte außer Nadelhölzern. Das hat aber den Grund, weil die sehr harzig sind. Die reißen extreme Astres. Also harzhaltige Hölzer gehen nicht, aber ansonsten bin ich frei. Wenn ich so gewisse Vorlieben habe, dann hängt das auch wieder mit zusammen. Also ich habe viele Linde, da war schwer zu kriegen. Deswegen mag ich das, weil das keine Struktur hat, keine Maßung oder ganz wenig. Und dann wird das nicht so sehr von diesen Formen überlagert, das ist zu viel. Manchmal habe ich Holz, was sehr Strukturen hat und dann mache ich auch geschwungene Formen. Also jetzt sind die Rechtecke ein bisschen gebogener und so weiter, gehe ich drauf ein. Wäre für mich nicht okay, das einfach zu ignorieren, über die gleiche Leiste zu schlagen. Das heißt, ich habe keine Präferenzen und so weiter, aber genau wie ich auf die Trocknungsrisse eingehe und mir gerade in meinen Prozess, sagen wir mal, zu Pass geht, da würde ich auch auf die Holzstruktur eingehen. Aber ich würde mir nie jetzt ein Stück Holz aussuchen, zu sagen, das und das will ich jetzt, und damit ich das und das machen kann, sondern
geht wirklich um dieses Einlassen auf die Situation. Und das gehört auch dazu, was für Holz kriege ich gerade? Welche Stämme sind gerade verfügbar? Ich spreche weiter. Ich problematisiere diese meine Frage weiter mit deiner Antwort. Also, wäre nicht eine Auswahl auf bestimmte Holz, du hast gesagt, die Rinde, oder wie, welche hast du gesagt, dass es einfacher wäre oder gut wäre, weil es keine Rinde hat, das eine zitiere jetzt, wäre nicht die Stringenz auf einem bestimmten Holz, die genau deine Anspruch zur Verarbeitung entspricht, würde nicht eine Klarheit für deine Konzepte mehr schaffen, eine Festigkeit mehr, um dein Konzept besser zu transportieren? Einerseits zu Recht, ja, aber ich würde dann schon wieder in ein Arrangement gehen, in eine Inszenierung. Ich würde mich nicht mehr hundertprozentig einlassen. Es wäre vorteilhaft, klar, wenn ich das Richtige aussuche, was jetzt die und so weiter ist. Aber dann wäre, auf der anderen Seite würde ich mir schon ein bisschen was abgraben, dass ich sage, ich will mit vorgefundenen Situationen umgehen. Das ist jetzt so der Trade-off. Ich spreche nur Konzept her, weil du sagst, du bist ein sehr konzeptioneller Mensch. Vom Konzept her ja. Vielleicht soll ich da noch was dazu sagen. Ich finde, dass so eine Arbeit, so eine künstlerische Arbeit auf sehr unterschiedlichen Ebenen funktionieren sollte. Oder es ist gut, wenn sie auf unterschiedlichen Ebenen funktioniert. Die erste Ebene ist schlicht und einfach, vielleicht aufgrund der Materialität oder der Ästhetik. Und da muss das Konzept noch gar keine Rolle spielen. Sie kann entsprechend aussehen oder interessant oder sowas. Und that's it. Das ist okay. Soll es erfüllen. Und dann aber ohne Bruch auch noch weitere Ebenen haben, wegen mir in diesem Fall das Thema dieser Partizipation oder der Reduktion der Autorschaft oder das Sharing von der Autorschaft und solche Themen oder anderes Thema, die nie Abgeschlossenheit der Skulptur. Das ist ja auch ein theoretisches Konzept zu sagen, die ist nie fertig. Nie fertig, weil sie immer anders aufgestellt werden können. Und andererseits gehe ich auch hin, überarbeite auch Skulpturen von vor 2 Jahren, wenn ich jetzt meine, da ist noch was zu tun und so weiter. Also ich finde das auch interessant, das nie abgeschlossen zu sein. Insofern könnte man, wenn man einen Schritt weiter geht, dann könnte man sagen, ich komme halt immer mehr Richtung rein auf diesen Prozess raus, dass diese einzelne Konstellation der Skulptur, also diese einzelne Aufstellung, nur Momentaufnahmen sind, Dialog mit dem Betrachter, die Bearbeitung der Skulptur, die weitere ist eine Momentaufnahme von der Bearbeitung. Das ist ein Work in Progress. Vielleicht würde ich so weit gehen. Es ist nicht so, dass ich das 100% so ausführe, aber gedanklich könnte ich mir das vorstellen. Und dass dann auch die Skulptur letztendlich nur irgendwelche Meilensteine fixiert und dadurch auch wieder diese Aura ein bisschen verliert, diese so hat, als das singuläre, darzustellende, auf dem Sockel zu präsentierende Werk. Da müsste ich mich selbst noch ein bisschen mehr frei machen, aber das wäre mir ein sympathischer Gedanke. Ich glaube, du hast was gesagt, Elke. Ja, ich wollte noch mal, alles was du sagst, spricht mir so aus der Seele, tut mir gut, weil ich kenne sonst niemanden, der mir mit der Bildhauerei aus der Seele spricht. Ich wollte noch mal zu dem Aspekt des Respekts kommen. Wenn jemand dir sagt, du hast vor dem Material keinen Respekt, ich finde es gerade anders zu sehen. Du hast unheimlich Respekt vor dem Material, weil eigentlich das Traditionelle in der Bildhauerei ja ist, dass man sich ein Modell macht, dass man sich den Stein, den perfekten, oder den Holzstamm, den perfekten aussucht und danach den bearbeitet. Ja? Und dass du eigentlich diesen Weg schon gar nicht angefangen, du hast den hinter dir gelassen.
und versuchst eigentlich einen neuen Weg zu gehen, indem du Fundstücke oder irgendein Holz, das du siehst, dass du da diesen Prozess beginnst und dass für dich der Prozess ganz wichtig ist. Ich weiß nicht, beim Holz könnte ich jetzt provokant sagen, hinterher kannst du Segmehl am letzten Endes, wenn du ihn 20 Mal nach Jahren noch bearbeitet hast, draus machen. Ich sage dann immer lapidar, ich haue ja auch ganz oft nach Jahren einfach einen Stein wieder um und bin dann irgendwie immer wieder fasziniert, was noch rauskommt. Und letztendlich kann ich den eigentlich zu Sand und wieder zurück in den Kreislauf geben können oder zu zermahlen oder so. Und das finde ich eigentlich das Tolle an der Bildhauerei, dass das heute möglich ist. Weil die haben ja praktisch bis vor ein paar Jahren, war ja auch in Dresden an der Hochschule, habe ich das beobachtet, in der Pfotenhauer, da haben die immer noch versucht, klassisch zu arbeiten. Und da musste einer 100-mal diesen Kopf wieder verändern, bis er dann wohl diese berühmte klassische Form hat. Und im Endeffekt ist man davon jetzt wirklich weggekommen. Ich finde sogar, wenn ich das von Leuten höre, die früher da gearbeitet und studiert haben, da finde ich das schon bedrohlich. Ich bin ja den autodidaktischen Weg als Spätzünder hingegangen. Also da geht ihr ja letztendlich, als ich hast du gar keine Lust mehr auf diese Form, auf das Material und es wird nur einfach technisch. Und diesen Weg zu verlassen, ist eigentlich das ganz Wichtige, wenn man noch mit natürlichen Materialien wie Stein oder Holz arbeitet, was ja heute die wenigsten Bildhauer noch machen, sondern ich sage, sehe ich ja in Dresden immer bei den Abschlussklassen, die dann nur noch aus dem Baumarkt irgendwelche Dinge haben, die sie dann präsentieren. Das finde ich eigentlich auch nicht so wahnsinnig toll. Dass man nur noch baut, ich nenne das dann provokant immer Baumarktkunst. Okay, ich gebe zurück. Martina hat sich noch mit einer schriftlichen Frage gemeldet. Ja, darauf wollte ich aufmerksam machen, ja. Ja, also sie hat gefragt, warum die Sachen nur eckig sind und nicht rund, obwohl der Baum ja rund ist. Genau deswegen, ja. Weil der Baum rund ist und die Sachen eckig. Weil ich habe ja vorhin gesagt, dass ich so nah und doch so fern, so weit weg will wie vom Baum und doch Baum bleibe und umgekehrt. Das ist auch genauso bei den geometrischen Formen wieder umgekehrt. Und wenn ich jetzt einen Kreis machen würde oder sowas, dann wäre das wie so eine Baumscheibe, die ausgehöhlt ist und so weiter. Das wäre mir dann zu nah. Also insofern, die runde Form wäre mir zu nah am Baum. Ja, in so eine ähnliche Richtung zielte jetzt auch meine Fragestellung, die ich jetzt da eigentlich anbringen wollte. Wir haben sind eigentlich zwei Aspekte für mich interessant. Also einmal das Mobile, die Skulptur, die aus verschiedenen Teilen besteht, die so miteinander verbunden sind, dass sie untrennbar sind, das wissen wir, das haben wir verstanden, dass sie beweglich sind, das heißt, darf der Betrachter sie sozusagen auch in die Form bringen, in die er sie sozusagen haben möchte, ist das das, wie du dir das vorstellst, also wenn ich nachher die Skulptur erwerbe und sie mein Eigentum wird, dann kann ich mit ihr machen, was ich will, bis hin zur Zerstörung. Ne? Aber in der Ausstellung ist es ja eigentlich üblicherweise von dir immer so vorgesehen, dass sie eine bestimmte Position einnehmen, so wie jetzt bei mir im Hintergrundbild. Und obwohl sie mobil sind, sollen die Besucher sie eben nicht anfassen, weil sie ja in ihrer Position auch fragil sind. Also sie haben eben kein stabiles Gleichgewicht, sondern eben ein labiles Position. Das zeichnet ja sie auch wieder aus. Also das ist die eine Fragestellung. Und die andere Fragestellung, die sich dem sozusagen so ein bisschen anschließt, ist, sie sind mobil, aber sie sind nicht kinetisch.
Also wenn wir jetzt von der kinetischen Kunst sprechen, dann ist das ja nun eine bestimmte Richtung, gerade auch in der Skulptur. Ne? Also wenn ich an Moholy Nagy und so weiter denke, den ganzen Futuristen und Expressionisten und Konstruktivisten des 20. des zweiten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts, dann haben wir dort eine Erweiterung des Begriffs der Skulptur in diese Bewegtskulptur. Da sind elektrische Antriebe, die Dinge rotieren lassen oder andere Möglichkeiten des In-Bewegung-Setzens auch, unter anderem auch sicherlich bei einigen durch Eingriff des Publikums von außen. Auch darauf, da wirst du dich sicherlich mit beschäftigt haben, vielleicht noch mal so ein paar Gedanken von dir. Ja, also erst zu der ersten Frage, diese Veränderung, ja, die Veränderung ist gewünscht, es ist Kern des Konzeptes, auch in Ausstellungen. Jetzt habe ich ja schon viele Ausstellungen gemacht und habe leider die Erfahrung gemacht, dass nicht immer sehr gut mit umgegangen wird. Und in der Unterschied, da bin ich jetzt immer zögerlicher geworden, dass so pauschal zuzulassen. Eine Anekdote zu erzählen, ich hatte eine Ausstellung und da hatte ich an der Wand auch ein paar Skulpturen hängen, die nicht beweglich waren, aber die so aussahen, als wären sie beweglich, war auch so eine Skulptur. Und dann hat hat dann eine Gruppe gesagt, sie dürfen alles bewegen, was auch vorher mit mir abgesprochen war. Und dann ist eine Dame hingegangen und hat an der Wand diese Skulptur, die nicht beweglich war, so lange zugemacht und bewegt, bis der Nagel rauskam. Und das heißt, inzwischen bin ich so, dass wenn ich dabei bin, sollte das unbedingt bewegt werden, weil das ist das Kernkonzept. Aber aus praktischen Gründen versuche ich da so irgendeinen Mittelweg zu finden. Da bin ich selbst nicht so ganz zufrieden mit, aber es ist ein bisschen so. Die zweite Frage finde ich sehr interessant. Also bewegliche, im Englischen kann man es besser sagen, movable und moving sculptures. Moving sculptures, Tangling und Co. und so weiter. Sind ja während des ganzen. Du kannst gerne weiter auf Englisch machen, die Mona ist da. Hi Mona. Okay. So the question was, since my sculptures can be changed during the setup, but they are not moving after setup. So while in an artistry, moving sculptures play a big role, that was Calder or Tangley and so on. And the question is why I have chosen to make only movable sculptures instead of moving sculptures or both of them. Yes, given that what I said earlier, just to repeat one sentence for you, I try to find a common ground with the beholder of the sculpture in that way that he might change the sculptures, the setups of my sculpture, given the moving parts of the sculpture, the movable parts of the sculpture, so that the sculpture looks really different and this setup has been chosen by the beholder, not by myself. And I have to live with that. And it's about the question, how we arrange ourselves that we both can live with that context, this situation. And coming back to the question of moving sculpture means I try to reach an agreement with the beholder with my sculpture. And this is, I think, a certain kind of dialogue or a discussion. And after this discussion has taken place, we have found a solution or on common ground. And now we have a setup. There's no necessity for that it should be moving all the time, change, so it can be, the discussion can be retaken, okay, and we can find another point, so we might change the setup. But I prefer to have some stable phases in between, not just,
and the notion of play is very important, but playing with sculptures is too far to me. Perhaps, Paul, you share again the video that you showed in the beginning so that Mona can see much more about your sculpture. Wait a second. Thank you. Mm-hmm. This sculpture is made out of five pieces, and they're arranged in a certain way. Mm-hmm. And if I show some more. Yes, Mr. Sane. Not okay? Yeah. No. So, okay, you see different sculptures, different size of these sculptures. You have seen this this 360 degree view, and perhaps in this screenshot you see different approaches. If you look at the bottom left, up in the upper corner, this is the typical sculpture I talked about. Four movable parts, never have been separated, and so on, can be changed. And by this, I would like to respond why four or three or five. I also made sculptures with 10, but this is very difficult to do, but it doesn't make any sense because it's only stress for the beholder, because you cannot handle 10. I think I learned that I have to do this kind of sculptures not in the extreme, but in a human factor, so that we can handle 3, 4, or 5 pieces. After 7 or 8 is too much. And so if there's too much stress, there will be no dialogue. So now I make most of the time sculptures are made out of 3 or 4 for this reason, which was also a process. And perhaps on the bottom, on the left bottom, these sculptures looks more complex. It has only 2 parts, but each part is much more complex. Okay. Also a way to extreme, so to express myself. Either I make some similar elements or more complex elements. So, and it depends a bit on my personal situation. If I make this type of sculpture, the one in the upper left corner. And if I'm interesting in the upper right corner, this sculpture is called Crack Number 1, and if you see, you can only move this part here. It's something. Do you see my cursor? You can move this that way. If you move it, the sculpture itself is no more on its 4 fixed points, but it's what is kitten. Yeah. What is the English word for kitten? I don't know. But I think like everyone is understanding. Yeah. It's like a balance. And this sculpture is triggered by a poem of Leonard Cohen. And this Cohen poem is written here. I don't find it now. Okay. But yeah. The poem is "Ring" from Leonard Cohen. "Ring the bells that still can ring. Don't look for the perfect offering. There is a crack in everything. That's where the light gets in." And when I come back to the sculpture. I took it off because I think we can make a little cut here at that moment after this your poem to the last sculpture that you presented, because we are now
at 6 o'clock in Frankfurt time, 7 o'clock in Athens time. So, yeah, I think we had very interesting insights from you, Paul, about your sculptures and the moving of parts of the sculptures. And yeah, thanks a lot for your presentation, your meet and talk, and thanks a lot to all participants who had questions and another points of view showing to your sculptures. And thanks a lot, Paul. Thank you, Paul Hirsch. For your interest and for your time. And hopefully we have a dialogue afterwards. Thank you. Yeah.